Weil ihr kennt das, ihr habt irgendwie ein Verlängerungskabel, wo gebrochen ist, einen Knick hat oder ihr wollt einen neuen Stecker an euer Kabel machen, dann ist das Video genau für euch, denn ich erkläre euch heute ganz genau, wie ihr einen Stecker richtig anschließt. Viel Spaß! Ja, willkommen wieder bei Let's Bastel, dem besten Bastel-Channel auf YouTube. Und ich habe heute ein Kabel bekommen von einer Bekannten. Das ist kaputt, wie ihr seht. Und wir machen da heute einen neuen Stecker, Schrägstrich eine neue Buchse dran. Ob ihr jetzt einen Stecker daheim habt oder eine Buchse, spielt keine Rolle. Vom Anschließen her ist beides das Gleiche. So, wie fange ich an? Ja, als erstes zwicke ich mal das Kabel ab. Das heißt, hier ist die längere Seite. Das heißt, ich schneide das Kabel jetzt hier schon mal ab. Und jetzt haben wir das wahrscheinlich, was ihr daheim auch habt, zum Ende. Und das schließen wir jetzt richtig an. Dazu werde ich jetzt mal ganz kurz diese Buchse erstmal zerlegen. So Leute, wenn ich das gerade zerlege, wie gesagt, nochmal, es spielt keine Rolle, ob ihr eine Buchse anschließt oder einen Stecker, ist beides das gleiche vom Anschließen her. Und hier haben wir schon das Negativbeispiel. Das ist ein sehr altes Kabel schon und wir haben hier zum Beispiel keine Ad- und Endhülsen verbaut. Das heißt, hier ist ein Kabel, das ist zum Anschließen verlötet worden. Das ist heute natürlich nicht mehr zulässig. Ich werde es euch auf die richtige Art heute zeigen. Das bloß mal so zur Anschlussgeschichte. Was mir auch auffällt, seht ihr, die Adern sind alle gleich lang, wie sie angeschlossen sind. Zeige ich euch auch kurz nachher, warum das so auch eigentlich nicht wirklich gut für euch selber ist. Nicht für den Stecker, sondern für euch selber. Aber ich zerlege es jetzt erstmal fertig. Wollte ich euch bloß zeigen, das ist ein Negativbeispiel. So, also ich habe den Stecker abmontiert, Leute. Schaut jetzt so aus. Das ist ein zweiteiliges Teil. Der Schutz und der Einsatz. Kann natürlich auch sein, wenn ihr einen Stecker anschließt, ihr habt so einen Teil. Also da müsst ihr natürlich immer gucken, was ihr für einen Teil habt. Ich kann natürlich für alle ein Video machen. So, was ich ganz gerne vergesse ist, das hier kommt ja von hinten drauf. Also das muss ich zuerst drauf schieben, weil das schiebe ich nachher über diese Hülse drüber. Habe ich schon so oft vergessen, dass ich es mittlerweile weiß. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ihr habt das Kabel. Wie isoliere ich das Kabel jetzt richtig ab? Ja, da gibt es viele Methoden, Spezialwerkzeug. Ich zeige jetzt euch heute halt mal meine Art. Ihr könnt es auch auf ganz, ganz viele Arten machen. Für alle, die jetzt in die Kommentare schreiben, boah, das ist falsch. Und Leute, es gibt einfach tausend Arten, wie man es machen kann. Ich zeige euch einfach nur eine. Also, ihr nehmt ein Messer, ein Teppichmesser, setzt das ganz leicht an und dreht das Kabel. Und jetzt ist wichtig, ihr schneidet nicht, sondern ihr tut bloß leicht anritzen. So, und jetzt nehmt ihr das Kabel. Seht ihr, es ist nicht geschnitten, es ist nicht auf. Und wenn ich es jetzt knicke, dann seht ihr, das, was weiß wird, bricht normalerweise auf. Das ist jetzt gut, das bricht nicht auf. Und jetzt tue ich mit dem Messer nur ganz leicht nachwiegen. Und dann sehe ich auch gleich, wenn die Adern zum Vorschein kommen, die Ader bitte auf keinen Fall anritzen. Sobald ihr das Kupfer von der Ader seht, seid ihr zu weit, schneidet es bitte wieder ein Stück weiter hinten ab. In dem Fall hat jetzt alles geklappt, wie ihr seht. Ich habe die Adern nicht verletzt, die sind doch intakt. Das sehe ich, wenn ich knicke, sehe ich kein Kupfer an den Adern. Ja, und jetzt kann ich die Isolierung ganz einfach abziehen. So, dann schaue ich erstmal ungefähr, wie lange ich es für meinen Stecker brauche. So schneide ich mir die Kabel dann ungefähr ab. Und jetzt kommt was Wichtiges, Leute. Und zwar kurz zu den Drähten. Es kann sein, ihr habt einen braun, blau, grün, gelben oder einen schwarz, blau, je nachdem. Der wichtigste Kontakt für euch persönlich ist der grün, gelbe. So, warum sage ich, der grün, gelbe ist für euch persönlich der wichtigste Kontakt? Ja, stellt euch einfach vor, ihr habt ein Elektrogerät, was irgendwie ein Metallgehäuse hat, ja, und ihr stolpert über das Kabel, ja, und dann innen drin verändert sich was, weil ihr ja drüber, ihr habt ja an dem Kabel gerissen, wo ihr gestolpert seid, und der Strom liegt an dem Gehäuse an, so, und ihr fasst da jetzt hin, ja, dann gibt es für euch eine Runde Breakdance, im schlimmsten Fall endet der Breakdance für euch 2 Meter unter der Erde, und dass das nicht so ist, ja, gibt es eine Vorschrift, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Diese Vorschrift geht auf jeden Fall darum, dass dieses Kabel euch den Arsch retten kann. Das heißt, nehmen wir an, ihr stolpert drüber, an dem Gehäuse liegt Strom an und ihr fasst hin. Und dieser Leiter ist angeschlossen. Ja? Dann gibt es dieser sogenannte Fehlerstromschutzschalter. Das kennt ihr, hatte jeder schon mal daheim gehabt. Ihr stellt es ein, zack, Sicherung aus. Oder der Fehlerstromschutzschalter, das ist meistens der, wo man dreht. Ja? Das ist genau der, wo euren Arsch rettet. Ja? Also ihr seid über das
Gerät gestolpert, Gehäuse steht unter Strom, ihr fasst hin, ihr merkt das gar nicht, so schnell löst dieser Federstromschutzschalter aus und rettet euch euren Arsch. Also das hier ist das wichtigste Kabel für euch, das grün-gelbe, und das lasst ihr bitte länger als die beiden anderen Kabel. Erkläre ich euch nachher auch gleich warum. So, jetzt kommen wir zum Abisolieren. Gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Es gibt diese Zange, diese Abisolierzange. Die kostet wenig im Baumarkt, kennt ihr wahrscheinlich alle. Nehmt ihr, leicht zusammendrücken und dann habt ihr diesen Leiter blank. Gibt auch so Automatikpistolen, die legt ihr bloß rein, drückt drauf und der macht euch die Isolierung automatisch weg. Das mache ich jetzt bei dem grün-gelben auch. Und dann habe ich die blanken Leiter. So, ich habe euch hier gesagt, ich zeige euch, wie man den Stecker richtig anschließt. Würde ich euch auf keinen Fall raten, dass ihr die Kabel so jetzt anschließt. Dazu gibt es Ad- und Endhülsen. Ihr seht, ich habe ein ganzes Sortiment. Die gibt es für verschiedene Kabelstärken, sogenannte Kabelquerschnitte. In meinem Fall passt, das sehe ich jetzt schon, der gelbe. Also mache ich jetzt über alle drei diese gelbe Ad- und Endhülse drüber. So, bin ich damit fertig. Gibt es spezielle Quetschzangen. Die hier kostet etwas viel, die ist aus der Industrie. Die kostet 150 Öcken oder hat mal gekostet. Die war kaputt. Die habe ich repariert, habe ich eigentlich gedacht. So, die war kaputt. Ich habe sie repariert. Die geht wieder. Ihr werdet wahrscheinlich nicht gerade 150 Öcken ausgeben für so eine blöde Zange. Gibt es aber auch ganz billige von einer anderen Art hier im Bauhaus oder so. Könnt ihr euch da kaufen. Auf jeden Fall quetscht ihr jetzt diese Ad- und Endhülsen. Was ist jetzt da los mit der scheiß Zange? Himmel. So, auf jeden Fall quetscht jetzt diese Ad- und Endhülsen zusammen. Was passiert da jetzt? Wie ihr seht, das ist jetzt ein Vierkant durchs Quetschen und vorher war es rund. Also ihr steckt nur die Ad- und Endhülse rein, quetscht das zusammen und schon sitzt diese Hülse fest drauf. Ich prüfe dann gern nochmal, wenn ich es fertig gequetscht habe, ob die wirklich fest drauf sitzt, weil es kann ja sein, es ist irgendwas schief gelaufen. In dem Fall passt alles, also können wir unser Kabel an den Stecker anschließen. So, auch hier gibt es jetzt wieder ein paar Dinge zu beachten. Und zwar habt ihr in den meisten Fällen, hier seht ihr, das ist es hier, das ist diese Zugentlastung. Die habt ihr bei dem Stecker beispielsweise auch. Das ist das weiße Ding hier. Und das ist wichtig, das ist das, wenn ihr über euer Kabel drüber stolpert, wie der Name sagt, das nimmt die ganze Kraft auf, weil wenn das nicht wäre und wir schließen das an, dann liegt die ganze Kraft auf diesen elektrischen Kontakten und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Kraft an dieser Zugentlastung und an diesem Kabel abgenommen wird. Das heißt, wir führen unser Kabel jetzt durch die Zugentlastung durch und machen das als allererstes mal fest. Und noch ein wichtiger Trick, schaut bitte, dass nach der Zugentlastung euer Kabel auch einen kleinen Bogen hat, dass es angeschlossen werden kann, nicht stramm sitzt. Weil wenn das stramm sitzt, bringt euch die Zugentlastung logischerweise nichts. Also schaut da, dass ihr auf jeden Fall einen kleinen Bogen habt. So, ich habe jetzt die zwei Adern angeschlossen und jetzt möchte ich euch noch was zeigen. Wozu diese Zugentlastung oder wozu haben wir dieses grün-gelbe Kabel länger gelassen? Ja? Nehmen wir an, das steckt jetzt so in der Steckdose. Nehmen wir an, das ist ein Stecker für den Videozweck und ich stolper jetzt über das Kabel drüber, ja? Und reiß dran und ich habe diese Zugentlastung nicht oder irgendwas läuft schief. Dann seht ihr, jetzt reiße ich die beiden Adern raus, die Hauptadern. Und wenn die rausgerissen sind, ja, weil das Kabel ja länger ist, ist der Leiter, der grün-gelbe, der Schutzleiter, der euch den Arsch rettet, der letzte Leiter, der rausreißt, weil dieses Kabel ja länger ist. Und aus dem Grund lassen wir bitte diesen Schutzleiter immer das längste Kabel sein, weil sonst kann euch nichts den Arsch retten. So, jetzt lasse ich ungefähr, das kommt jetzt auch wieder auf die Art von eurem Stecker an. Ich lasse jetzt hier, ich habe hier relativ viel Platz, ja. Ich führe das jetzt ungefähr so 5-6 mm weit rein. Seht ihr das? Und jetzt ziehe ich das an. Und da gibt es auch ein bisschen was zu beachten, Leute. Quetscht das Kabel nicht. Natürlich quetscht das Kabel jetzt zur Zugentlastung, aber es gibt manche Stecker, da könnt ihr so ein Kabel auch kaputt quetschen. Also guckt da mal ein bisschen rein. Ich habe jetzt hier noch einen Spalt. Ich könnte quasi noch mehr anziehen. Aber wenn ich jetzt mal an dem ziehe, merke ich, okay, ja, die Zugentlastung funktioniert und ich brauche nicht noch mehr anziehen. Also ich habe hier schon noch einiges. Aber da könnte es sein, ich könnte das Kabel verletzen. So, wir haben also unser Kabel abisoliert, haben die Ad- und Endhülsen drauf gemacht, haben den Schutzleiter, den grün-gelben, am längsten gelassen, haben überprüft, ob die Zugentlastung auch funktioniert.
Und jetzt schließe ich den grün-gelben an, als längsten Leiter. Jetzt überprüfe ich nochmal kurz mit dem Schraubenzieher einfach, ob ich wirklich alle angezogen habe. In dem Fall passt das. Ich schaue nochmal rein, ob ich irgendwas sehe, ob irgendeine Ader blank ist oder ob die Isolierung irgendwo an der Ader verletzt ist. Da sehe ich jetzt nichts. Schau nochmal kurz den Stecker an, einfach mal mit dem normalen Menschenverstand. Ist irgendwas komisch, ist irgendwas gebrochen? Nee? Gut. Dann schiebe ich jetzt diese Isolierung, diese Schutzhülle drüber. Und zwar kommt da dann eine Schraube rein. Das muss ich jetzt noch kurz richtig machen wieder. So, da kommt jetzt hier eine Schraube rein. Die kommt quasi von hier oben rein und geht hier rein. So, jetzt schiebe ich das richtig zusammen. Bis hinten hin. Nehme diese Schraube wieder. Mach die Schraube rein. Ja, und fertig habt ihr euren Stecker oder eure Buchse richtig angeschlossen. Das gilt natürlich auch für einen Schalter etc. Alles, was ihr im Haushalt habt mit so einem Kabel, schließt ihr im Endeffekt immer gleich an. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das Kabel auch wirklich funktioniert. So, wie ein Kabel überprüft wird, brauche ich euch glaube ich nicht erzählen, oder? Ihr steckt das Kabel einfach an. Ich nehme jetzt hier einfach irgendeine Maschine mit dem Stromanschluss, stecke den ein und das Ganze funktioniert. So, und so schließt ihr einen Stecker daheim richtig an. So viel zum Thema Stecker oder eine Kupplung oder einen Schalter richtig anschließen. Wenn ihr noch Fragen habt, schaut in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen Link zum Let's Bastel Forum. Da könnt ihr eure Fragen stellen oder stellt eure Fragen einfach in den Kommentaren. Wird euch bestimmt irgendjemand helfen, der es gut weiß. Beachtet immer die Sicherheitstipps, Leute. Mit Strom umgehen ist gefährlich. Das ist nur eine Anleitung, wie es gehen könnte. In diesem Sinne, Leute, schaut in meine Playlist rein. Da findet ihr noch mehrere wertvolle Videos für euch. In diesem Sinne, macht es gut. Bis die Tage. Servus.